So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Gestern war es eigentlich soweit, der Raid-Boss-Wechsel war da, mega Stolos kam in die Raids, Registeel kam in die Raids. Ich habe gesagt, das erste, was in die Raids kommt, also was ab 11 Uhr aufgeht, werde ich machen als Community Raid. Jetzt bin ich losgezogen, hab was gefunden, hab's komplett verkackt, muss jetzt am Freitag raus, muss das neu machen. Und warum? Das seht ihr jetzt. So, wir wissen jetzt offiziell, was es geworden ist. Der erste Raid, der aufgegangen ist, weil wir noch zu Mittag müssen, ist ein Mega-Stolos an der Stele-Arena beim Gericht. Ist ein bisschen windig, ist ein bisschen kühl. Habe ich mir jetzt die Kapuze aufgezogen und das ist die Arena. So sieht eigentlich die Arena aus. Stele ist hier diese, ja keine Ahnung, diese Skulptur, dieses, ich weiß nicht was es ist. Da steht, dass in der Stele steht das Muttertier, genau. Wir warten jetzt kurz noch, bis das Ding aufgeht. Sie muss jetzt kurz mal hier anpacken, denn ich muss euch jetzt nehmen. Und das sind ja auch ein paar Leute und das wiegt auch einiges. So, wir gehen jetzt aber hier rüber, denn ich muss euch irgendwo dran heften. Und hier ist ja wie so ein kleiner Park. Das sind Bänke, das sind Bäume. Hier vorne, ich weiß nicht, ob das klappt. Ich versuche euch jetzt mal, also die Kamera irgendwie hier drum zu wurschteln, festzumachen, dass wir den Raid machen können. So, ich habe euch erfolgreich am Baum angebracht. Das funktioniert sehr gut. Es ist halb. Wir gehen jetzt mal drauf. Ich habe nämlich noch gar keinen Mega-Stolos entwickelt. Seitdem es den Habanero Lime-Account gibt, gab es keine Mega-Stolos-Raids. Das heißt, ich werde jetzt hier meinen ersten Mega-Stolos-Raid machen für Mega-Energie. Und dann gleich mal gucken, ob ich eins entwickeln kann. Ich habe den Raid wieder in der Raid-Gruppe gepostet. Ich soll den Bitzer einladen. Generell können wir mal gucken, wer online ist. Gehen wir einfach mal hier drauf, tippen hier online. Haben wir noch Tenyal, Alex, Amikosi, Andy Project. Haben wir auch wieder 5 Leute eingeladen. Ihr müsst nicht annehmen, ihr müsst nicht rein. Es ist alles freiwillig. Gefühlt schafft man den Raid sicherlich auch mit 2 Accounts alleine. Das Ding ist ja eh so Stahl, ja. Nehmt ihr mal so Feuer oder so, nehmt mal so Kampf oder so, haut mal so drauf. Hier muss ich, warte mal, 1 Testzocker, Bestzeit, Cumulus, David und Kathy, viel Bumm. Lade ich halt hier mit dem Samyang auch noch ein und dann dürfte das kein Problem sein. Was haben wir denn hier? Hier ist Boden zum Beispiel drin. Boden gegen Stahl, müsste klappen, okay. Knackrack, Knackrack, Knackrack. Knackrack, Knackrack und dazwischen ein Groudon vom Erzengel Michael getradet damals. Ist ein 96er geworden mit 15 Angriff. Habe ich dann auf Level 40 gezogen. Hier drüben habe ich Machomai, Machomai, Hariyama, Groudon, Terrakium und Hariyama. Also hier mehr auf Kampf gesetzt, hier mehr auf Boden gesetzt. Denn mein Bodenangreifer sollte Knackrack werden. Ich habe gesagt, wenn ich mir eine Bodenarmee mache, mache ich die mit Knackrack. Den mache ich nicht als Drache, den mache ich als Boden. Als Drache hätte ich eher Dragoran oder Bruder Landa gemacht. Bruder Landa hat ja auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Müsste auch stärker sein als Dragoran, also Drache, Bruder Landa. Boden, Knackrack. Und das dann am besten aber immer als Kryptos oder so oder wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall ganz verschieden. Was habt ihr so als Bodenarmee, wenn ihr ein Pokémon 6-mal als die machen müsstet vom Typ Boden? Welches Pokémon würdet ihr nehmen? Vielleicht sogar Stalobor? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe mich eben für Knackrack entschieden. Jetzt hauen wir drauf. Gucken dann, ich glaube 2 Stolos habe ich im Beutel. Das, was ich jetzt kriege, das wird definitiv nicht entwickelt, weil das eine ist, glaube ich, schon ein Level 40er. Das andere müsste vielleicht ein Level 50er sein, was mein Glücks-Pokémon war aus einem Lucky Trade. Ich würde also sowieso eins von den 2 entwickeln, die ich schon auf der Hand habe. Egal, was jetzt hier aus dem Raid rauskommt, selbst wenn hier jetzt ein 100%iges Stolos drin ist, würde ich das nicht entwickeln, weil das ja nur Level 20 ist. Und dann müsste man wieder so viel pushen und das kostet wieder so viel Staub. Ich würde also einfach das mit dem höchsten Level entwickeln, was ich habe. Unabhängig jetzt von den IV. Jetzt drücken wir mal hier durch. 1678. 1678, 1682. Der ist also sogar stärker als den, den ich habe. Wir haben ja auch einen schönen neuen Hintergrund. Ihr seht da Gebirge, ihr seht, es regnet leicht.
was haut man jetzt hier drauf? Ich habe immer so viele Silberne, bei denen weiß ich auch immer nicht, was ich damit machen soll. Wir nehmen also die silbernen Bären jetzt mal hierfür, zimmern die da drauf, werfen einfach fabelhaft. Gucken mal, ob der drin bleibt. Jetzt seht ihr Critical Catch. Auch Vorführeffekt, Critical Catch am Start. Wir bewerten ihn. 3 Sterne, 13, 13, 13 müsste das sein. Kann eigentlich direkt weg. Wie viel haben wir jetzt bekommen an Energie? 0? Das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Bin ich jetzt dumm oder was? Wie kann ich denn 0 Mega-Stollos-Energie haben, wenn ich gerade den Raid gemacht habe? Ist das ein Bug? Ist das sonst was? Muss ich noch einen zweiten heute machen? Eigentlich wollte ich gerade gleich heim das Video hochladen und dann mich freuen, wenn ich es entwickle. Aber irgendwie, ich gebe jetzt mal Stollos ein. Dann seht ihr hier, dass ich auch noch ein anderes habe. Aber ich habe keine Mega-Stollos-Energie. So, da drüben ist jetzt alarmlos, ist gerade laut. Geh mal rüber, Jonas, Muttertier, gucken. Mal kurz in der Community fragen, ob jemand Energie bekommen hat. Ansonsten einen zweiten machen und vielleicht dann nochmal kurz melden, wenn wir dann entwickeln können. Aber verstehen tue ich es gerade nicht. Also bis gleich. So, da habe ich mir ins eigene Brett geschissen. Ne? Ich habe gedacht, ich gucke in Campfire, ich poste den Raid. Oh, Stollos, schnell hin, schnell posten. Stollos. Stollos. Es geht doch um Mega-Stollos. Und? Es geht um den Brunnen. Guckt euch mal den Brunnen an, weil der Brunnen ist so schön. Der Brunnen hat nämlich Wasser und der Brunnen spritzelt hier rum. Das war sehr peinlich. Ich habe sogar den Support angeschrieben und habe da mein Raid-Protokoll hingeschickt. Ich habe ein Gespräch angefangen im Chat. Ich habe die Uhrzeit, den Raid-Boss, alles. Ich habe geschrieben, ich habe einen Mega-Raid gemacht. Ich habe keine Mega-Energie bekommen. Dann haben die abends geantwortet. Wir haben den Raid überprüft. Das Pokémon ist nicht geflüchtet. Du hast keinen Anspruch auf weiteren Ersatz. Die haben gar nicht verstanden, um was es geht. Finde ich aber auch gut. Das ist Niantic. Deswegen stehe ich jetzt hier nächstes Mal und möchte jetzt einen Mega-Stollos-Raid machen, der hier an der Arena aufgeht, am Johannes-Brahms-Denkmal. Das ist das, was ihr hier hinter mir seht. Müssen sie immer noch mal zeigen, wenn wir da sind. Gibt ja trotzdem immer neue Zuschauer, die sagen, was ist das? Das ist das. Und jetzt seht ihr das auch, da das ist. Ne? Ich warte jetzt, bis der aufgeht. Den habe ich für 3/4 angesetzt. Werde ein paar Leute einladen und dann das beste Stollos, was ich habe, entwickeln. Also nicht das Beste, das Höchste. So, Baumenden ist aufgestiegen hier zu Superfreunde. Das habe ich gerade noch gesehen. Ich möchte jetzt aber mal hier auf den Raid gehen. Wenn ich es schaffe. Da war ein Tragosso. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Ich gucke jetzt mal in die Gruppe. Ich schreibe jetzt mal Go. In der Gruppe, dann gehe ich zurück. Dann werfe ich hier den Pass ein. Da werfe ich auch den Pass ein und muss, glaube ich, nur Genaya und Creeper einladen. Ich gucke gleich nochmal nach. Yen und Krä. Creeper to go und Genaya. Ich kann aber auch gucken, wer noch so online ist. Da drückt man nochmal Wanne an. Tenyal, Alex. Ja, und dann sind das schon wieder ausreichend. Jetzt gehen wir hier rüber auf die Raid-Gruppe. Da ist die Raid-Gruppe. Da steht Creeper, Genaya. Der Rest ist Wash. Deswegen legen wir es jetzt wieder hier hin und haben wieder das gleiche Ding. Das Teil ist Stahl, das heißt, ihr könnt immer noch Feuer nehmen, glaube ich. Ihr könnt immer noch Kampf nehmen. Ihr könnt immer noch Boden nehmen. Nicht Boden sehen, wir sind hier nicht beim Königshaufen, sondern Boden nehmen. Ich habe jetzt hier Knackrack als Bodenangreifer und fünfmal Machomai als Kampfangreifer. Das sind, glaube ich, alles Kryptos. Das Machomai. Müsste 5-mal Krypto sein, das Knackrack auch. Der Samyang Bulldog hat ein Groudon, hat Machomai, Hariyama und Terrakium. Ihr seht, der Unterschied zwischen dem Mega-Stollos und dem normalen Stollos ist von den Angreifern her eher gering. Ich glaube, vorher hat das Ding sogar als Stollos noch den Gesteinstyp, den es aber als Mega-Stollos nicht mehr hat. Da ist Gesteinstyp, glaube ich, fort und es ist nur noch konkret Stahl. Deswegen nehmt ihr einfach Kampf, Feuer, Boden, was auch immer. 7 Leute sind am Start. Ich kann ja auch mal breit drücken hier. Da drücke ich auch mal drauf. Mütze habe ich heute vergessen.
Da habe ich immer das Cappy auf, aber das ist keine Ahnung. Es war heute wieder ein turbulenter Tag. Es ging wieder einiges in die Hose. Im Netto musstest du auch erstmal deinen Rucksack aufmachen. Das war auch wieder herrlich, weil wenn du der bist, der nur ein Bier kauft, dann ist das auf jeden Fall mysteriös. Wer kauft schon nur ein Bier? Da ist doch klar, dass der ganze Rucksack voll ist mit Bier. Aber du kaufst nur eins. Das kann nicht sein, das kann nicht gehen. So. Wir sind jetzt aber hier am Raid. Wir hauen jetzt mal hier drauf. Wir gucken jetzt mal hier rein. Dann muss ich mir noch eins suchen, was ich entwickle. Und ich hoffe, das passt heute. Lustig wäre es, wenn es jetzt wirklich einen richtigen Bug gäbe, wo man einfach gar keine Mega-Energie bekommt. Oder dass ich jetzt 200 brauche und kriege nur 150. Dann brauche ich trotzdem noch einen zweiten. Und was richtig genial ist, ist, Lucario ist zurück in den Raids. Ich habe heute früh den ganzen Tag schon gesehen, dass Lucario-Raids waren. Lucario im Dreier-Raid, das heißt, ich nehme alles zurück. Ich werde keine Stolos-Raids machen. Also keine Mega. Ich werde keine Mega-Raids machen. Ich werde keine legendären Raids machen. Ich werde die Zeit jetzt, solange Lucario da ist, meine zwei täglichen Raid-Pässe nutzen für Lucario-Raids. Damals habe ich sogar extra Lucario-Raids für Zuschauer angeboten, als ich gesehen habe, dass Lucario in den Raids war. Da haben viele Leute Bock drauf gehabt. Damals war das nur zwei Tage da. Nach den zwei Tagen haben Leute geschrieben, was, Lucario ist in den Raids, ich suche mir heute erstmal einen. Da war es aber zu spät. Da war der schon wieder weg, weil der nur zwei Tage da war. Wie lange der jetzt da ist, weiß ich nicht. Das hat ja hier angefangen irgendwie trotzdem mit dem Kando-Zeug, mit dem Raid-Boss-Wechsel auf Mega Stolos. Vielleicht ist so lange wie Mega Stolos und Regis Deal da sind, vielleicht ist das dann so lange da, vielleicht ist es auch wieder anders. Bei den einzelnen Raid-Bossen zwischendurch blicke ich gar nicht so durch. Wir sind jetzt hier aufgestiegen noch mit Immens Jens, drücken weiter, haben 225 Mega-Energie bekommen. Oh, das sieht stark aus, der steht ja mitten im Wald, ich hoffe, das ist hier auch so. Ja, 16,59 und 16,84. Hier werfe ich jetzt den Ball drauf. Also so eine Kulisse habe ich noch nicht gesehen. Wir sind ja hier im Park, hier sind auch Bäume, okay, es ist ein Park, hier sieht es eher aus wie ein Wald, irgendwo in einem Gebirge oder so, aber es ist an sich eine coole Location. Ich finde zwar, es lenkt ein bisschen ab, mir hat der normale Fangscreen besser gefallen, wenn du so Pokémon angetippt hast und alles war irgendwie so trostlos, dass das Pokémon einfach im Vordergrund gestanden hat und einfach präsent war. Jetzt bei manchen Hintergründen geht das irgendwie ein bisschen unter, aber das liegt wieder nur an mir und an meiner Wahrnehmung. Deswegen zimmer mal jetzt weiter hier drauf. So, selbst wenn das ein 100%iges wäre, habe ich ja schon gesagt, würde ich das jetzt nicht zur Mega-Entwicklung machen, weil ich glaube, ich einen Sub, was auch schon Level 50 ist, das würde ich dann einfach mega entwickeln, weil das gleich mehr WP hat, da muss man keinen Staub mehr für ausgeben, da muss man nichts mehr Power, nichts mehr pushen. Die IVs sind mir auf dem Account jetzt nicht mehr so wichtig. Ich will einfach, dass es eher Spaß macht. Und sich nicht drei Jahre lang in den Kopf zerbricht, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Push ich das nicht. Drei Tage später kriegst du eins, was besser ist, dann ärgerst du dich wieder. Die Probleme hast du nicht, wenn du einfach sagst, du bist mit dem fertig und das war's. Und dann tust du dir den ganzen Stress auch nicht nochmal an. Deswegen ist das Gute bei Kryptos, da sind die IV ja egal. Die sind sowieso immer stark, die sind sowieso immer gut. Es hat auf jeden Fall drei Sterne, aber keine 15 Angriff. Und es ist halt auf Level 20 mit 16,84. Wenn ich jetzt aber hier reingehe, habe ich eins von Koronika getauscht bekommen. Das müsste Level 40 sein, 2700. Aber ich habe das mit 3346, weil das das höchste ist und 15 Angriff hat und 3 Sterne hat, werde ich bei diesem jetzt die Mega-Entwicklung durchführen. Dann bin ich mit dem Teil eigentlich durch. Wenn das dann alle paar Tage wieder nichts braucht für die Mega-Entwicklung, werde ich das wieder mega entwickeln. Wenn das nichts braucht für die Mega-Entwicklung, werde ich es mega entwickeln. Ansonsten werde ich mich jetzt auf Lucario konzentrieren und ihr könnt mal reinschreiben, wie sieht es bei euch aus? Was werdet ihr jetzt in nächster Zeit raiden? Regis-Deal, Mega-Stolos oder Lucario? Ich glaube, es ist eigentlich klar, alles ist irgendwie Stahl. Lucario ist ja auch Stahl. Stahl hatte Wochen. Carsten Stahl in Pokémon Go fast genießt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.